brauche ich eigentlich für jede Immobilie ein eigenes Bankkonto? Oder reicht es auch, wenn ich für alle meine Immobilien, für die Mieteinnahmen, fürs Hausgeld, für den Kredit ein Konto habe? Brauche ich ein extra Rücklagenkonto, ein Sparkonto? Wie sieht's aus mit den Bankkonten? Darum geht es im heutigen Video. Guten Morgen, liebe Investoren. Mein Name ist Alexander Raue vom Vermietertagebuch, deinen YouTube-Kanal zum Thema Immobilieninvestments und meine Erfahrung als Vermieter. Wenn du dich für Immobilieninvestments interessierst, dann abonniere gerne meinen Kanal und verpasse kein neues Video. Na, geil, jetzt wollte ich ein Video hier draußen machen bei dem schönen Wetter. Jetzt kommen hier die Flugzeuge und zu regnen fängt es auch noch an. Bis gleich. So, hier weniger Fluglärm und weniger Regen. Naja, der Regen ist der gleiche, ist ein beschissener Tag heute, aber was soll's. Ja, im heutigen Video geht es um das Thema Bankkonten für deine Immobilien, also für deine Eigentumswohnung, für deine Mehrfamilienhäuser. Und ich wurde gefragt, Alex, wickelst du alles über ein Konto ab oder hast du pro Immobilie ein Konto, also pro Eigentumswohnung, pro Mehrfamilienhaus? Und da muss ich erstmal sagen, das muss man ganze zweigeteilt betrachten, weil für Eigentumswohnungen verhält es sich anders als für Mehrfamilienhäuser. Ja, die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe nur ein einziges Konto für meine Immobilie. That's it. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Viel Spaß. Nein, Spaß. Jetzt kommt natürlich noch die etwas ausführlichere Antwort, warum das so ist. Genau genommen muss man nämlich unterscheiden zwischen Wohnungen und Mehrfamilienhäusern, weil bei den Wohnungen, darüber fließt ja das Hausgeld, der Kredit und die Mieten, da macht es wirklich nur Sinn, ein Konto zu haben, weil im Endeffekt man einen sehr hohen Durchlauf hat, gerade bei vielen Immobilien, und man ja immer einen gewissen Sicherheitspuffer behalten muss. Weil manchmal überweisen die Mieter zu spät, manchmal wird ein bisschen zu viel Hausgeld abgebucht. Und um das ausgleichen zu können, um nicht ständig mit dem Konto ins Miese zu rutschen, braucht man eine gewisse Rücklage auf dem Konto. Und wenn man jetzt, weiß ich was, 40 Immobilien hat und dann 40 Konten hat, braucht man ja auch 40 Rücklagen. Deswegen ist es für mich sinnvoller, ein Konto zu haben und alle Immobilien über das Konto ablaufen zu lassen. Und dann können die sich nämlich diese Rücklage teilen und mein Konto rutscht nicht ins Negative. Ich habe gerade festgestellt, ich stehe hier in dem Wald genau unter der Einschlugschneise vom Flughafen Zürich. Also der geilste Ort, um Videos zu machen. Ja, bei den Bankkonten für die Immobilien ist natürlich auch so, es hängt ein bisschen von der Bank ab. Manche Banken sagen nämlich, wenn du eine Immobilie über sich finanzieren willst, dann musst du bei ihnen auch ein Bankkonto haben. Weil über das Bankkonto machen sie noch ein bisschen Umsatz, also ein bisschen Kontoführungsgebühren, ein bisschen Transaktionsvolumen. Und das wollen sie gleich einmal mit ans Bein binden. Sie sagen, hey, wir geben dir die Finanzierung nur, wenn du bei uns auch ein Konto aufmachst. Das ist okay, weil wenn man sonst keine coole Finanzierung kriegen würde, beziehungsweise schlechtere Konditionen kriegen würde, dann kann man das in Kauf nehmen. Gerade wenn man, was ich weiß, 0,1, 0,2% bessere Zinsen bekommt, dann kann man das darüber bezahlen. Außerdem haben viele Banken auch ein Online-Banking, wo man immer direkt sieht, wie viel Darlehen man hat, wie die Bankflüsse, die Cashflow-Flüsse darüber fließen. Das ist ganz angenehm. Du kannst also immer direkt ins Online-Banking reinschauen und gucken, wer wann seine Miete bezahlt hat, welches Hausgeld abgebucht worden ist und so weiter und so fort. Das haben nicht alle Banken, aber einige haben das und die wären mein Favorit. Ja, ein zweiter wichtiger Punkt, den ich noch nennen muss, man sollte schon noch gewisse Unterkonten haben. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Unterkonto für meine Rücklage, wo ich jeden Monat den Betrag für meine Instandhaltungsrücklage und demnächst auch für meinen Mietausfall rüberziehe, sodass ich immer ganz genau weiß, das habe ich angespart, falls mal Reparaturen anstehen, das habe ich angespart, falls ich mal einen Makler bezahlen muss. Das ist super wichtig, dass man immer einen guten Überblick hat und es beruhigt auch ein bisschen das Gewissen. Wenn ich Reparaturen habe, wenn ich eine Renovierung bezahlen muss und das Geld von diesem Konto runternehmen kann, dann weiß ich, aha, das Geld war genau dafür angespart und es tut mir nicht weh. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Konto hätte, wo ich ja auch meine Investitionen mit bezahle, meine Kaufnebenkosten, und ich muss dort Geld runternehmen, dann habe ich es immer im Gefühl, ah shit, ich muss jetzt die Renovierung bezahlen mit dem Geld und kann mir keine neue Immobilie kaufen. Das heißt, ich klaue mir Geld oder es ist jetzt blöd gelaufen. Und das passiert nicht, wenn du ein Unterkonto hast, weil dann weißt du, das Geld ist wirklich extra dafür da und davon geht dir nichts verloren. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Ich hatte noch einen dritten Punkt. Scheiße.
Ah, jetzt weiß ich es wieder. Immer wenn ihr eine Bonitätsprüfung habt, also eine neue Immobilie finanzieren wollt oder eine Anschlussfinanzierung ansteht oder eben einer neuen Bank zusammenarbeiten wollt, dann prüft die Bank eure Bonität. Und dazu gehört auch immer Kontoauszüge von einem Bankkonto. Die wollen sehen, wie läuft es auf dem Bankkonto, welche Transaktionen finden da statt, hast du wirklich das Eigenkapital, was du brauchst. Und dann ist es natürlich viel einfacher, wenn du ihnen ein oder zwei Bankkontoauszüge geben kannst, als wenn du 40, 50 Bankkonto ausziehen musst, weil du bei so vielen Immobilien so viele Bankkonten hast. Also meine Empfehlung ist wirklich, versucht so wenig Bankkonten wie möglich zu haben, also bei so wenig Banken wie möglich. Aber bei dieser Bank könnt ihr natürlich Unterkonten haben. Ich habe, wie gesagt, bei meiner Bank mein Hauptkonto, worüber der ganze Cash fließt, also die Mieten, das Hausgeld und die Kredite. Und dann habe ich dort noch ein Unterkonto für meine Rücklagen, ein Unterkonto für Mietausfall und noch ein Unterkonto für meine Investitionen. Weil immer das, was am Ende des Monats übrig bleibt, nachdem alle Cashflows gelaufen sind, gucke ich, alles, was über meine Rücklage hinüber übrig bleibt, also diesen Sicherheitspuffer, den ich mir gesetzt habe, das überweise ich dann auf mein Investitionskonto und dann weiß ich, dieses Geld steht mir zur Verfügung für neue Investitionen. Das ist natürlich das Geilste jetzt. Kaum gehe ich zurück zum Auto, bin fertig mit dem Video, hört es auf zu regnen. Super Timing. Ja, so viel zum heutigen Thema. Wie viele Bankkonten brauche ich eigentlich für meine Immobilien? Wenn dir das Video geholfen hat und dir gefallen hat, dann lass doch gerne einen Like da, einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald!